Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Dinkem. Nehme ich direkt im Anschluss an die erste auf und sage schon mal vielen Dank für die ganzen Klicks, die reinkommen werden. Ich bin völlig optimistisch, dass sich ganz viele Menschen dieses Let's Play hier angucken werden. Zumal es auch nicht nur ein Ausprobiert sein wird, sondern wir versuchen an die Grenzen des Early Access zu stoßen. Und wir fangen erstmal damit an, dass wir jetzt diese schicke Isomatte aufbauen. Ich würde sagen, wir schlafen hier einfach direkt mitten rein. Ist das nicht schön? Lay down. Nein. Nix lay down. Wir haben Dinge zu tun. Optional. Complete daily task. Place sleeping bag and get some rest. Achso, wir müssen. Ah, nee, noch nicht. Kommt noch nicht. Wir versuchen erst noch einen Schmetterling zu fangen. Oder zwei. Ich glaube, zwei müssen wir, ne? Da ist einer. Ui, caramba. Uiuiui. I caught a Ulysses Butterfly. Okay, alles klar. Meine Güte. Okay. Da ist noch einer. Sehr gut. Und schnapp. Zu weit. So. Und I caught a Blue Moon Butterfly. Nice. Und wir haben letztes Mal gelernt, es gibt dieses wundervolle Journal und da gibt es... Farm Animals. Ach, Farm Animals. Okay, alles klar. Bei den Bugs habe ich zwei von, von 40. Alles klar. Critters sind Krabben, Fische und People. Aber es gibt ja noch andere Tiere. Ja, na gut. Okay, mein Hauptproblem ist actually gerade... Das ist ein Strauß, oder? Greifst du mich an? Okay. Er greift mich an. Oh Gott, ich laufe weg. Okay, Folge 2 und wir gehen drauf in Folge 2. Oh Gott, Hilfe, Mama. Fletch. Wir brauchen ein großes Messer. Okay, was machen wir bloß mit den ganzen Butterflies nun? Also, was wir noch machen müssen, ist auf jeden Fall... komm, wir sammeln den Poo auch nochmal ein. Obwohl ich nicht dafür bin, dass wir ständig diesen Poo einsammeln. Aber ich glaube, wir werden ihn irgendwann brauchen. Da ist noch ein... Was ist denn das? Weiß man nicht. Die Frage der Fragen ist, wo kriegen wir jetzt den... wie heißt das Ding nochmal? Diesen Busch... Diese Buschlimette her. Das hier scheint es ja nicht gewesen zu sein. Auch schön. Ich glaube, wir sammeln. Lass uns mal gucken. Wir sammeln hier Mining, Fishing, Hunting, Bugcatching. Ah ja, Bugcatching sind wir noch bei Level 0, aber das können wir natürlich ändern. Kaching, er caught a Harlequin Butterfly. Ach, das ist ja süß. Der sah richtig gut aus, tatsächlich. Zum Scarlet Chesilbill Butterfly. Da ist gleich noch einer. Aber den hatte ich schon. Naja, gut. So, eigentlich wollen wir jetzt... Was macht ihr da? Besprengt ihr euch? Oder die Hunde jagen das Känguru? Really? Die Hunde jagen das Känguru. Das ist ja verrückter Quatsch. Okay, wir gucken da nicht weiter zu. Ich mag solche Jagdszenen nicht. Das finde ich immer ganz gruselig. Mir wird das leider auch oft vorgeschlagen bei Instagram, dass irgendwelche Löwen irgendwelche Gnus fressen oder Krokodile sich irgendwas schnappen. Ich finde das etwas gruselig tatsächlich. Achso, Moment, jetzt fällt mir gerade ein. Ich habe noch das Lagerfeuer vom letzten Mal im Inventar. Ist irgendwas anderes. Oh, guck mal, I caught a fly. Eine Fliege. Und da blinkt was auf, da unten links. Dann gucken wir mal rein. Entomologist, you make sure you document all the different bugs you've caught. There's a milestone for adding new species of bugs to your Pedia. 100 Punkte kriegen wir. Okay, das heißt, wenn wir neue
bekommen, dann kriegen wir. Das ist ja wunderschön. Ja, also die Harvest 3 Leimbusch ist das, werden wir nicht mehr kriegen, glaube ich. Oh, was ist das denn hier? Ah, ich dachte, das wäre ein Gebäude. Nein, es ist offensichtlich nur ein Dings. Naja, gut. Vielleicht sollten wir mal wieder nach Hause finden. Da ist schon wieder Pooh, oder? Naja, ich sag zu dem Pooh nichts mehr. Ich will kein Pooh-Sammler sein. Da sind unsere Zelte. Wunderschön. Vielleicht müssen wir dann doch schlafen. Vielleicht kriegen wir tatsächlich dann ja, morgen eine neue Quest. Wir werden das Lagerfeuer jetzt hier noch schön in die Mitte placen, würde ich sagen. Ich würde sagen, hier. Oh, ja, das war sehr direkt. Ich brenne. Ich brenne. Oh Gott, ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Ich breche ab. Ich brenne. Wasser. Ich brauche Wasser. Wo ist Wasser? Ich habe kein Wasser in der Nähe. Okay, ich brenne nicht mehr. Oh Gott. Okay, komm, wir pfeifen uns eine Banane rein. Hat das irgendwas gemacht mit meinem Leben? Das geht ja gut los. Oh Gott. Folge 2 und ich brenne. Kann man jetzt hier auch gar nicht sehen, oder? Na komm, wir gehen mal rein und schlafen mal. Vielleicht hilft das ja. Call it a day. Sleep until tomorrow. Just resting my eyes. Sleep until tomorrow. Go for it. Foraging ist sammeln. Okay, wusste ich nicht. Dings earned. Null. Dings? Naja, also keine Dings. Don't leave stuff in the mines if you want to keep it. Someone is visiting the island. Oh, nice. Aufstehen. Komm. Get up. Hat schon wieder die Bananen in der Hand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir merken uns, ans Feuer gehen ist keine gute Idee. Ach, guck mal, und jetzt haben wir auch drei neue Dailies. Ach, das ist ja wundervoll. Okay, Bury Three Fruit. Gut, das könnten wir ja hinkriegen. Plant 4 Wild Seeds. Collect 9 Shells. Okay, da müssen wir einen Strand führen. Talk to Fletch. Ah ja. R&R? R&B heißt es doch eigentlich. Naja, gut. Ah, good morning. Did you happen to see that John has set up his tent at the visitor site? Wir haben uns schon getroffen und wir haben uns schon. Also jedenfalls, er tradet eine ganze Menge Sachen von South City oder to South City. Ich glaube, er mag auch hier wohnen irgendwann. Well, buy fruit, fish, bugs and even rocks. Ah, okay, wir können ihm die Sachen verkaufen. Und er verkauft uns dafür ein paar Tools. He's got mining equipment, logging tools and even some fishing equipment. Sehr gut. Also, until you have all your licenses in order. You know about licenses, right? No, I. Welche Lizenzen? Führerscheine? An old South City idea. I'll tell you what. You didn't need a license. Du brauchst keine Lizenz für anything back when I was growing up. But these days you need a license for everything. Genau, heute braucht man für alles einen Führerschein oder eine Erlaubnis oder sowas. Luckily, I'm actually an accredited license giver. Okay. So, also, wenn ich eine bestimmte Lizenz für irgendwas haben möchte, dann muss ich mit dir reden. Wir müssen dafür nur Permit Points, ich nehme mal, das sind die hier oben, to get them. If you keep doing milestones, you make enough in no time. As you get better at doing certain tasks, new license levels will open up too. Okay. Okay. Na, das ist ja schön. Aber 200. Oh, wir haben noch ein bisschen was bekommen. Die Frage ist, was nehmen wir jetzt? Wir nehmen wahrscheinlich die Basics. Und ich würde vorschlagen, wir nehmen Mining und Fishing. Was haltet ihr davon? Achso, ihr könnt ja nichts sagen. Allows the holder to buy farming equipment and seeds. Nein, wir nehmen Farming. Alles klar, Farming. Geil. Ein Farmspiel. Ding, 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 ding. Scythe, ja, die Spitzhacke, nein, nicht Spitzhacke, nennen wir diese Spitzhacke. Grain Mill turns seeds and grains into other things, also so eine Mühle. Das war's, okay. Schade. Oh, Mann. Okay, im Fischen war schon mal nicht so hilfreich. Was haben wir da sonst noch? Allows the holder to buy and raise chooks. Chooks?
Allows the holder to purchase and pilot water vehicles. Okay, was? Ernsthaft? Hunting License allows the holder to craft basic weapons. Das wäre vielleicht gut für dieses Tier da mit dem Horn. Allows the holder to purchase and use shuffles. Okay, wir müssen uns mal was überlegen. Wir nehmen Holzfällen. Ja. Sehr gut. Das war's leider. Mehr haben wir dann nicht, können wir leider nicht. Es tut mir sehr leid. Okay. Building License. Okay, jetzt gibt es neue Licenses. Ah, ich habe vergessen. I noticed John is selling a table saw. Eine Tischsäge. That's a tool I think I'll be very handy indeed. I think we should try and make enough money to buy a table saw from John. Okay. Here is my half of the dinks. Dinks ist wahrscheinlich die Währung hier oben, ne? The rest is up to you. Ich hab... Okay. Mutti hat ein bisschen was im Stumpf gehabt, hä? Okay, alles gut. Ich komme bei the table from... Oh Gott. Jetzt haben wir natürlich eine Menge irgendwie Neues bekommen. Jetzt müssen wir uns erstmal angucken. Das sind die Dailies, das hatten wir ja. Die Table Saw, okay. Fishing, Critting, Maibel, Animals. Warte mal, vielleicht... Ich will es nochmal, ich wollte mal ganz kurz hier an den Crafting Table. Ja, nice. I'm suited about this. I'm suited. Ich kann das nicht aussprechen. Okay, wir brauchen ein paar Wood Plank. Das kriegen wir wahrscheinlich über die Tischsäge. Und wir brauchen ein Tin Bar, das merken wir uns schon mal. Gibt es da sonst was Neues? Ah ja, das hier. Grain Mill. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das werden wir alles im Leben nicht herkriegen. Und den Crafting Table. Da brauchen wir nochmal drei hiervon und einen davon und drei Nägel. Okay, ich sehe mich schon mal ein bisschen öfters jetzt bei John einkaufen. Mach's gut, Fletch! John's good. Kennt ihr John Goodman noch? Ich glaube, der ist schon tot. Der hat bei Roseanne mitgespielt. Okay, die Tischsäge kostet 5.200. Der Weber's Grill kostet 34.000. Der Tennisschläger 1.100. What the fuck, Basic? Yo. Okay. Hey, John. Ah, so you must be Mark. Ja, danke. Ich weiß, alle kennen mich wegen dem YouTube-Kanal, ne? Bist du ein Abonnent von mir? Nein. Fletch told me you are one of the thank for getting a blazer. Thanks for that. Okay. Wir werden wahrscheinlich eine Menge Handel miteinander betreiben. Schau dir meine Waren an und frag mich, wenn du was für dich für irgendwas interessierst. Now I make most of my things selling exotic items back to the South City. I guess you could say exotic means of any item found here on Prokivitas. Okay. So, also ich kann ihm alles verkaufen und er wird mir einen guten Preis dafür machen. Ja, dann mal los. Sell goods. I want to chat. I'm good. Sell goods. Alright. Ist das der Preis darunter? Ne, nehme ich doch mal nicht an, oder? Wie wär's denn mal mit diesem... Ist das der Preis? Gucken wir mal eben. 275. Let's see. Jetzt ruft er mit seinem... All up. I can offer you 21. Sounds good. Very good. I'll take these items. Here are 21. Okay. That's it? Ja, ich will mehrere Sachen verkaufen. Jetzt nicht so... Ah ja, und hier haben gleich alle drei verkauft, also 7 für 1. Okay, krass. Guck mal, wir machen ihm einfach... Die Schmetterlinge will ich mal behalten. Wir machen ihm direkt ein ganzes Angebot mit allem. 134, das sounds good. Das Ding ist, so werden wir ja nie auf 5200 kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zumal ich auch hier gerne noch diese schöne Basic by X hätte gerne. Oh, da blimpert mein Buch schon wieder. Was ist da los? Selfish Lover. You've got to squeeze for every drink you can. Even if it means dealing with shells. Use this milestone for selling shells. Sehr gut. Will ich noch mal ein paar verkaufen? Also mir scheint so, dass das hier relativ schnell geht. Also relativ schnell, also
50 ist die nächste, ne? Okay. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich die Axt kaufen soll. Hoppala. Sorry, Vogel. Ach, es klingt aber alles erstmal ganz nett, oder? Na, komm. Ich drücke immer die falsche Taste. Da ist der böse Vogel wieder. Nichts wie weg hier. Ich bräuchte natürlich wirklich irgendwas, um Holz zu machen. Also wir müssen irgendwie die 5200 zusammenkriegen. Nützt alles nichts. Nützt alles nichts. Das heißt, wir werden jetzt erstmal die ganze Insel hier abgrasen. Und mitnehmen, was es so gibt. Und was es auch nicht gibt, je nachdem. Ja, ihr könnt ja schon mal in der Zwischenzeit... Oh Gott, hier ist strahlender Altmüll. Strahlend schön. Ihr könnt natürlich auch wirklich die Schmetterlinge verkaufen. Ja, die Fliegen sind besonders hübsch. Ich weiß nur nicht, ob die besonders viel geben. Ich könnte mir vorstellen, dass man die nachher zum Angeln braucht. Die Schmetterlinge glaube ich nicht so, aber die anderen Dinge, kann man das eigentlich... Oh ja, das kann man, das ist nice. Okay, pass auf, dann nehmen wir das jetzt mal alles hier rein. Die Schmetterlinge. Können wir die stacken? Ne, die können wir nicht stacken, okay. Unser Inventar ist auch etwas begrenzt, würde ich denken. Das heißt, wir müssten da auch mal gucken, ob wir uns sowas wie so eine Kiste oder sowas bauen könnten. Purupu. Seht ihr irgendwas im Sinne von... Nee, oder? Oh, da warte mal, da gibt es noch eine ganze Menge Schilds. Und da ist noch... Guck mal, hier ein Backgedöns. Oh, jetzt ist er weg. Da war gerade einer, warte mal, ich wollte das hier drauflegen, damit ich das ein- und ausschalten kann. Hier war gerade ein Käfer. Ist der vielleicht unter Wasser? Nee. Guck mal, da schwimmt wirklich was unter Wasser. Quallen und Frösche? Nee, das ist kein Frosch. Sieht aus wie ein Fisch. Oh Gott. Ich glaube, es war ein Fehler. Es war wirklich ein Fehler, das Spiel zu kaufen und hier anzufangen, weil wir werden jetzt tatsächlich, glaube ich, Ewigkeiten hier drin verbringen. Ich freue mich. Ich habe Bock. Achso, Momentchen. Ja, ich wollte doch eigentlich hier zum Strand und Shells sammeln. Auch das ist Daily. Und ihr seht... Oh, ich habe was aufgenommen. Bugcatcher. Catching bugs is a great activity. Hier ist ein Milestone for catching. Nice. Das heißt, wir haben auch gleich schon... Ah, noch nicht so ganz, aber wir haben schon fast das nächste Ding sie voll. Ihr seht hier unten links ist die Aufgabe und... Hoppala. Jetzt sind wir die voll, ne? Sehr schön. Und kriegen wir denn da direkt das Dings dann? Oder müssen wir das erst claimen? Haben wir bekommen. Sehr gut. Dann können wir uns dafür die nächste Basisfähigkeit, glaube ich, holen. Und wir werden dem John gleich einfach alle Muscheln hier verkaufen. Am Anfang von so einer Sache weiß man ja nie genau, was ist hier eigentlich das Wertvollste überhaupt. Rams. Und deswegen nimmt man einfach alles mit. Dann nimmt man einfach alles mit. Ich hätte ganz gerne... Oh, warte mal. Hier, was ist das denn? Quandong. Oh Gott, ich kann so gut, so schlecht Australisch. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber ich habe jetzt ein Quandong. Da ist noch so ein grüner, so ein Baum. Ja, der ist schon grün, das ist schon klar, aber. Baschleims. Baschleims sind ist gar kein Busch, sondern ein Baum, okay. Ich hätte jetzt an sowas hier gedacht. Okay, okay, okay. Ja, wieder was dazugelernt. Nice. Das heißt, wir sind auf der Suche nach so einem schönen grünen Baum. Da ist noch einer. Hoppala. Aber offensichtlich zählt das da nicht für die Daily-Sachen, ne? Also gut, die Dailies... Ach, jetzt jagt der Baum, der Vogel mich schon wieder.
Ich kann nicht, Vogel. Ich muss Sachen einsammeln. Lass mich in Ruhe. Mama! Ach guck mal, er bleibt weg. Alles klar, er bleibt weg. Gut, er bleibt weg. Puh, hier ist Safe Zone. Eieiei. Okay, wir gehen mal zu John rein und John, wir müssen reden. Wir wollen ein paar Sachen verkaufen. Los geht's. Okay, wir verkaufen ihm mal die ganzen Schmetterlinge. Und mal eine Fliege. Und die ganzen Muscheln, haben wir ja gesagt, verkaufen wir ihm auch. Das auch. Ja, ich will so ein paar Fliegen, will ich schon behalten. Mal gucken, was wir dafür kriegen. So. What? Okay. Ja, sounds very good. What the fuck war denn jetzt so viel wert? Die Schmetterlinge, oder? Sehr schön. Okay, pass auf, wir gucken ganz kurz ins Journal rein. Ich bin so geflasht von dem Spiel. Okay, picking fruit and logs of the ground will get you far in this place. Here's a milestone for gathering lots of stuff. 50, sehr gut. Dann können wir uns jetzt gleich wirklich nochmal bei Fletch ein paar Sachen holen. Danke dir. Ich werde mal eben hier... Oh, diese Tischsäge sieht ja nice aus. Can cut wood into planks. 5000, ja. Okay, sehr schön. Und schon wieder... Geld ausgegeben. Danke für deinen Einkauf. So, und da haben wir was. Walking. Staying in one spot isn't generally considered exploring. You are going to cover some distance. Haben wir schon gemacht. Ach, das ist ja schön. Sonst bringt hier nichts, ne? Sehr gut. Haben wir noch Geld über? Ja, wir haben noch Geld über. Pass auf, dann werden wir doch mal... Dann bauen wir die Basic Pickaxe. Ja... Ach so, ich brauche erst die, aber ich habe... Ne, warte mal. Bugnet, Catch Creepy. Ne, 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 ne. Ich wollte das... Die Axt wollte ich haben, ja. Also der verkauft einem wirklich nur die Dinge, die man auch leisten kann. Was ist das hier? Kann man hier was? Sell goods, I want to chat. What's new? Got a job for me? Got a job for me? Oh, Mark, you have logging license, right? Think you could help me out with thrustles up 6 Mangrove Sticks. Okay, Mangroven kenne ich, ja, I'll do it. Okay. Gut, ich werde mir erstmal ein paar Licenses besorgen. Beziehungsweise ich werde vielleicht hier jetzt erstmal, wo dieser böse Vogel auf mich wartet. Oder auch nicht. Ich werde vielleicht hier, na, hier ist so schön. So schön, dann machen wir das hier neben. Machen wir das direkt neben unseren Dings. Oh, ja, einfach mal hier direkt vielleicht. So, wundervoll. Kann man da jetzt was dran machen? Pick up. Ich will. Kann man nicht. Nee, ich will das schon da so lassen. Talk to Fletch. Okay, wir talken to Fletch. Und dann ist mal wieder Zeit für Feierabend. Oh Gott. Fletch, was ist? Oh, so you bought the table saw? Yes. Sehr gut, Mark. Don't think you having John here is great. Ja, ist toll. If we could convince John to move here permanently. Well, let's worry about getting the materials needed for a permanent building first. Okay, wir müssen ein permanentes Gebäude bauen. Okay, aber jetzt haben wir ja... You can have a break. Come back and talk to me when you are ready. Ready with was? Achso, warte mal, ich wollte noch die Lizenzen holen. Ich habe einen anderen Auftrag für dich. You up for it? I'm ready. I want to apply for a license. Das wollen wir zuerst mal machen. Let's have a look then. Okay, wir können uns 2 License leisten. Und zwar die... Ich würde die Mining und die Fishing License nehmen. Das sind einfach die Basics, würde ich denken. Geschenke? Keine Geschenke. Okay, Fishing... Jetzt haben wir wieder nichts mehr. Jetzt haben wir auch nicht mehr so viele Licenses. Ach doch, warte mal, das war da so. Oder auch nicht ganz so. Fletch, was ist los? Ja. I'm ready, come. I tell you what. I think camping is fun. But if you're going to convince people to stay here on the Porfokritas, we've got to start building more permanent structures.
Okay, also jetzt will sie, dass ich quasi hier. Was ist denn Tin? Zinn? Zinn auf der Insel Farme. Und jetzt möchte sie, dass ich ja ein Campfire, 3 Stones und 10 Tin-Ores bringe. Okay. Ja, genau. Das haben wir jetzt schon ein bisschen was gemacht. Also, oh, John. G'day. Arvo already, eh? Arvo already? Do you want to hang out? Never mind. Here you go. Let's talk. Ich wollte eigentlich die. Jetzt läuft der hier auch noch rum. Pflanzt der hier was an? Nee, da war doch gerade noch nicht so, oder? Shop closed. Ich brech ab. Okay, der Shop ist geclosed. Ich würde mal sagen, dann machen wir an der Stelle Schluss für heute. Nein, wir machen noch ganz kurz diesen Baum kaputt. Kann ich nicht. Den hier? Ah. Okay, ich habe eine Gumnut gefunden. Oh, hier ist noch eine Gumnut. Was macht man mit Gumnuts? Kann man die. Nichts machen mit Gumnuts. Okay, warte, der Shop ist vielleicht wieder auf. Oh, nee, der Shop ist nicht auf. Wo ist denn John jetzt hin? Okay, wir machen Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Freut euch auf die nächste Folge. Bis dann.